Guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Video, einem neuen Vlog. Ich hatte euch in meinem letzten Random-Vlog gefragt, was mit den Weekly-Vlogs ist, ob die euch nicht mehr gefallen, weil die so wenig geklickt werden. Da kam halt häufig der Kommentar, dass die zu lang sind, was ich mir schon fast gedacht habe, weil sie immer sehr, sehr lang werden. Deswegen habe ich mir überlegt, dass ich bis nach der Gym Open, wo ich euch natürlich auch mitnehmen werde mit der Kamera, eine Weekly-Vlog Pause machen werde und dann lieber so Stall-Vlogs, also von einem Tag, versuche zu filmen. Ich denke mal, da kommt genug Material dann zusammen und ich versuche euch auch häufiger wieder ein paar Reitsequenzen zu filmen. Es ist momentan ein bisschen schwierig, weil ich häufig jetzt auch alleine am Stall bin. Ich fahre jetzt auf jeden Fall zum Stall. Ich quatsche mich jetzt auch schon wieder zu lang und dann nehme ich euch einfach ein bisschen mit heute. Ich bin jetzt im Stall angekommen und der Beethoven steht hier unten. Hallo! Hallo Mami! Es sind wahrscheinlich schon wieder zu viele Fliegen auf der Wiese. Das ist so schön, dass es ihm wieder besser geht. Ihm ging es ja echt nicht so gut mit seiner Allergie und bei dem heißen Wetter. Da ging es ihm echt schlecht und jetzt sind wir so langsam. Ich versuche mal gerade das Licht ein bisschen heller zu drehen. So ist besser, ne? Sind wir langsam wieder auf dem Weg der Besserung. Wir müssen halt komplett vermeiden, dass er trockenes Heu frisst und wir inhalieren immer fleißig Beethoven. Mittlerweile findet er die Kamera auch nicht mehr ganz so gruselig. Und ich werde jetzt eine Tasche Heu stopfen für die Jungs, damit ich die nass machen kann und in die Raufe schmeißen kann. Und dann rufe ich Foxy und Johnny. Die stehen nämlich noch auf der Wiese. Ich hoffe, dass die runterkommen. Können die noch ein bisschen fressen. Und dann mache ich mir gleich den Foxy fertig und werde ihn ein bisschen reiten. Heutasche ist fertig. Der Beethoven. Erwartet es auch schon. Das nehme ich jetzt mit so rauf und mache es dann nass. Und dann gibt's das. Können die Pferde es frühstücken. Ich habe jetzt den Jungs eine Tasche Heu nass gemacht und in die Raufe geschmissen. Und jetzt können die noch was frühstücken. Da hinten seht ihr sie. Ich werde mir jetzt ein paar Trailhindernisse aufbauen, also ein paar Kleinigkeiten aus dem Trail von der Rheinlandmeisterschaft, von dem normalen Trail und den ein bisschen üben. Beim Foxy gleich. Genau. Ich habe mir jetzt ein paar Stangen hingelegt. Ich habe mir hier zwei Boxen hingelegt. Die eine ist zwar nicht ganz geschlossen, aber es macht nichts. Und da noch eine einzelne Stange. Denn die Pattern ist so, dass ich hier lang galoppieren muss. Und dann hier zur Ecke raus. Deswegen ist es nicht so schlimm, dass die da nicht geschlossen ist. Die Pylonen habe ich da hingestellt. Denn wenn ich hier so Stangen erhöht habe, die dann so abstehen, so relativ lang, stelle ich da immer lieber eine Pylone vor, damit da keiner gegen rennt. Und hier, die habe ich jetzt auch einfach mal erhöht. In der Pattern ist die zwar nicht erhöht, aber erhöht üben ist immer gut. Und ich habe als Erhöhung diese Pflastersteine. Die sind nämlich super. Wir hatten nämlich eigentlich sonst diese Pipi-Pöttchen vom Ikea, aber die splittern halt, wenn ein Pferd mal gegen die Stange bollert und das so ein bisschen umreißt. Und die stehen nicht ganz so stabil wie diese Klötze, weil, beziehungsweise diese Steine, weil die halt sehr schwer sind. Und die haben oben eine Rille, wo genau eine Stange reinpasst. Und unten haben diese zwei Rillen, dass die richtig gut stabil auf dem Boden stehen. So, jetzt werde ich meinen Foxy holen. Den stelle ich dann am Anbindeplatz die trockene Heutasche hin. Dann kann er da auch noch was Heu fressen. Und werde ihn putzen und satteln. Dann geht's auf den Platz. Hier steht der Foxy nun und frisst noch was Heu. Den werde ich jetzt putzen. Denn er ist ganz schön dreckig. Der hat sich nämlich gestern nach der Reitstunde. Ich war gestern wieder im Trainingsstall Eckebusch, hatte bei der Eva wieder meine Reitstunde, dass ich im Roundpen gewälzt, der gerade frisch gewässert war. Deswegen sieht er jetzt aus wie ein kleines Schweinchen. Und damit mein Vlog kürzer wird als sonst, zeige ich euch das Ganze im Schnelldurchlauf. Das war jetzt das Putzen im super Schnelldurchgang. Er ist auch ein bisschen staubig, ist er noch. Hier hinten am Popo. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Aber das macht ja nichts, da kommt ja kein Sattel drauf. Und wir müssen ja nicht auf dem Turnier. Und den richtig kriegt man den Staub ja echt nur durch Waschen raus. Foxy ist zufrieden und mimmelt. Ich werde ihm jetzt nochmal die Augen sauber machen mit Babytüchern. Da ist von den Fliegen so ein bisschen Knaddel, obwohl er immer eine Fliegenmaske anhat. Aber die sind dieses Jahr echt so schlimm. Das ist echt ekelhaft. Ne? Genau.
Und dann werde ich mir satteln und dann geht's hoch auf den Reitplatz. Was ich noch ganz vergessen habe, was ich euch zeigen wollte. Ich habe gerade eben beim Putzen das hier von Foxys Bein abgemacht. Das sind so Stücke. Das kann man nicht essen. Das von dir. Hier von den Kastanien, beziehungsweise hochgewachsenen Zehen. Hier habe ich es ganz abgekriegt. Hier ist noch so ein bisschen... Das will ich aber, das ist noch relativ fest. Das lasse ich noch, oder? Nee, das lasse ich lieber noch dran. Hier hinten fällt das eigentlich immer von alleine ab. Beim Beethoven muss das manchmal vom Hufschmied noch abgemacht werden. Und ja, sieht auf jeden Fall interessant aus. Pferd ist fertig angezogen. Und ich bin fertig angezogen. Jetzt geht's hoch auf den Reitplatz. Oh, 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 oh,
sitzt. Und ich auch, denn es ist schon ganz schön warm. Obwohl wir jetzt erst kurz vor 11 haben und es heute eigentlich gar nicht so warm werden sollte. Wie ihr gesehen habt, habe ich die Stangen viel gemacht. Ich zeige euch jetzt natürlich nicht mein komplettes Training, weil sonst würde das den Rahmen des Vlogs sprengen. Also so wie ich ihn warm getrabt habe und locker getrabt und locker galoppiert habe, habe ich euch jetzt nicht gefilmt. Meine Konstruktion da über Holz, Holz, Holzblau und dann Gelb habe ich ein bisschen zu eng gebaut. Das habe ich jetzt einzeln geübt. Also ich habe die Ecke im Linksgalopp geübt und dann einen einfachen Wechsel und dann bin ich im Rechtsgalopp über die gelbe Stange. Das habe ich einfach zu eng gelegt und dann macht das keinen Sinn. Ich bin eben einmal abgestiegen, weil irgendwie hat es im Schritt nicht gepasst mit den Stangen. Da dachte ich mir, hä? Der Foxy macht das sonst immer sehr gut. Und da habe ich es einfach nochmal nachgemessen und gemerkt, dass der erste Abstand viel zu klein war und das konnte nicht passen. Ja, wir reiten jetzt noch ein bisschen schritttrocken, dann werde ich den Foxy absatteln und ein bisschen abwaschen. Und bis gleich. So sieht der Foxy übrigens jetzt nach dem Wälzen aus. Ein kleines Schweinchen. Mal die Augen sauber machen. Kriegt gleich seine Fliegenmaske wieder an. Weil ihr seht, hängen schon direkt wieder 4000 Fliegen dran. Ich hoffe, euch hat der Vlog gefallen. Ich bin mal gespannt, was ich da in dem Schnitt so draus machen kann. Ich hoffe, der wird diesmal nicht zu lang. Und es sind Reitsequenzen wie gewünscht drin. Also hoffe ich, dass er euch gefällt. Wenn ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr mich hier gerne kostenlos abonnieren. Und hier verlinke ich euch nochmal mein letztes Video. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!